So, Freunde, willkommen zu einer weiteren Reaction. One Piece Time am Start. Wir haben die Folge Ruffys Traum. Nach 1000 Folgen erfahren werden die, was ein Traum ist, maybe. Meine Damen und Herren, natürlich, OPT darf hier nicht fehlen. Ruffys Traum. Ich so, wirklich, als ich das überhaupt erst erfahren habe, dass es noch einen weiteren Traum gibt, außer der Piratenkönig, so, ey, das ist unfassbar. Ja, dass du erfahren hast, dass es einen Traum gibt, aber nicht, was der Traum ist. Ja, Leute. Also, es wird trotzdem eine schöne Folge. Trust in that. Lasst noch oben da. Aber beim lieben OPT, beim lieben GTT, Grand Theft Theo, nochmal an dieser Stelle. Leute, ihr habt noch 2 Jahre, aber ihr wollt ja alles wissen, was passiert. Deswegen abonniert den Kanal. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein. Oh? Hä? Das wird die ganz besondere Folge, glaube ich. What the fuck? Digga, so, wir starten sofort rein? Ja, sofort mit dem Xylophon. Bro. Digga, verliert Boa gerade gegen sich selbst? Alter. Oh, diese Musik von One Piece, liebe ich auch, ne? Ja, ja. Was? Ist in sich selbst, Bro. Ich möchte Ruffy heiraten. Boah, oh mein Gott. Das wird so eine Folge, wo uns die Tränen kommen. Oh, das, ey, das Bild, Alter. Luffy no Yume. Oh mein Gott. Hä, alles geregelt? Ich kann mich noch erinnern, dass hier alles am Arsch... Oh, my G-Man. Lily. Oh, guck mal, wie er guckt, Digga. So ein Boss. Du kannst mir nicht sagen, dass er nicht da drin war in dieser Sharka. Er darf die Fraueninsel mit. Ja, Digga. Oh, Rauch into Name. Ey, das ist krass. Ja, Bruder, da wird aber auch, ne? Guck, sie war vor 2 Generationen selber Königin von den Kuya. Wurde das hier revealed oder vorher? Das wurde hier revealed. Digga, die Hose von Brooke? Digga! Und, sie ist Mihawks Mutter auch. Ja, ey, ich das muss aber auch so sein. Boah. Oh, die Plauze, Alter. Oh, der Zabba. Zabba-Fäden. Ey. Dem ist alles egal. Alter. Er kann ihn nicht besiegen. WTF. Und er hat nicht mal eine Teufelsfrucht. Gevatter Zeit hat ihn eingeholt jetzt. Guck, er hat nicht mal eine Teufelsfrucht. Kann ich trotzdem nicht besiegen. Ach so, wegen dem Counter, ne? Ja, stimmt. Ja. Hab ich gar nicht gedacht gerade. Boah, geil. Krass, oh, die lieben diese Transition, ne? Alter, dieser Mihawk! Der ist so fresh. Alter. Aber er ist nicht betroffen, weil er sie vorher gegrabt hat, ne? Ja, oder weil er ihr widersteht oder so? Ich weiß es nicht. Digga, als ob ihn das jucken würde. Ich wollte gerade sagen, der juckt das doch nicht, aber ob die Crewmates wieder befreit wären, das ist ihm scheißegal. Dem ist alles egal. Aller Leben, ja. Das war echt schwer, Digga. Wenn Blackbeard jetzt sie finisht, dann vorbei. Digga, alle Marine-Leute tot. Ist dir jetzt aufgefallen? Hat Corby keine Augenbrauen? Oh Gott, hör auf. Mach mir meinen Corby nicht kaputt. Ja, ich glaube. Hallo, Super Saiyan 3, lass grüßen. Ey, du hast recht. Oh Gott, der Boss kommt. Oh, guck mal, wie er sein Schwert hält, Alter. Guck mal, wie er wackelt von links nach rechts. Oh, beinig. Ey, wie er da einfach arrived. Oh, guck mal. Der Rocky Port Incident. Ey, dieser Scheiß, ne, im One Piece immer. Der Rocky Port Incident. Guck, er hat den. Uchuku war ja einer der Rocks. Ach, Lava. Doch, doch. Und der war noch auf Beehive da. Ah, crazy. Und irgendwie hat Corby und Law haben ihm geholfen. Ja, das weiß ich, Law da auch. Ey, das ist krass. Da hat Law auch Herzen eingetauscht, glaube ich. Ja, ja. Oh, Digga, Corby, aber Respekt, er zeigt Eier. Ey, ja, wirklich. Vor dem stärksten Piraten, Digga. Oh Gott. Oh Gott! Geile Summerfäden, ey. Ey, wirklich, er geht kein Risiko ein. Diese Extension von diesem Ding, von den beiden, ist so krass, Alter. Hallo! Ey, guck mal, wie ikonisch Blackbeard schon aussieht, irgendwie. Ja. Ich würde man ihn schon 40 Jahre kennen. Der ikonische Blackbeard ist aber der auf Jai Island mit Babushka-Kopftuch. Ja, ja. Ein Schlag mit der Bebenfrucht und alle sind nur noch Brösel, Digga. Aber dass sie komplett Knockout ist, ne? So, ich meine, ihre Frucht ist ja eine Sache, aber dass sie nichts machen kann. Oh, shit. Oh, da kommt der Boss. Bro, in Borussia Dortmund-Hose, so lobe ich mir das. Guck mal, wie obeinig, wie breit, ey, Digga. Bro, wie die Haki darstellen, seit Wano-Kuni ist crazy, Alter. Lady, ey, boah. Ja, ey, der dreht komplett jetzt auf. Oh, Scheiße, Bro! Kleiner Lehrling von White with no respect! Oh, shit, Bro! Ey. Alter, was haben die denn hier gezaubert? Ey, die stellen echt Rayleigh da, als wäre er der krasseste. Aber ist er auch.
Damit hat keiner gerechnet. Diese Haki-Blitze, Alter. Bro, Digga, Blackbeard kriegt Eierschwitzen. Ja, weil Rayleigh, ey, die haben ihn echt krass dargestellt mit dem Haki, aber grad, geil. Wer hat gerade Kontrolle über die Seraphim? Corby doch, oder? Nach der Autorität. Ja. Eigentlich auch interessant. Du siehst diese Seraphim-Dinger, ne? Also Kinder von den sieben Samurai. Und dann siehst du halt gleich danach Rayleigh und Shaka. So, weißt du, die wahrscheinlich so ihr Child gesehen hat. Ich weiß nicht, ob es eine dumme Theory ist, aber es fühlt sich halt so an. Ey, wirklich, das wäre wieder so ein Oder-Ding. So, und die beiden Schwestern, die Boa Hancock noch aus der Kindheit, also auch so kennen, weißt du? Das ist halt so passend irgendwie. Ist so. Ey, das ist so krass gemacht. Aber die haben nichts dazu gesagt, also keinen Satz. Egghead wird genannt. Egghead. Entführt, ja. Da hätte Rayleigh aber auch mal was sagen können. Der wurde mitgenommen. Captain Corby. Ich weiß, Digga, es ist natürlich Meme und so, aber allgemein Corbys Rolle in One Piece ist echt geil. Also, ist ein bisschen quatschig, wie schnell er gewachsen ist und so mit Haki, kannst du es ja erklären, aber ist echt krass, wie dieser Folge 1-Charakter, der so weak war, so eine wichtige Rolle mittlerweile spielt, ne? Das ist echt crazy, Alter. Ey, so geil. Oh, das auch noch. Und er auch so sofort wieder, ne? Fucking Cobra, Alter. Okay, also ich komm auf den nicht klar. So ein Dark Souls-Boss, Digga. Ey, wirklich, was für eine Gurkentruppe. aber es passt ein bisschen zu den Rebus, dass sie so weird sind, finde ich. Das passt schon. Oh. Die Mundwinkel sind mal wieder unten, Digga. Oh nein. Nein, das haben sie doch extra jetzt. Ja, das haben die extra, aber ich schwöre. Dragon-san. Koala-Shot war wichtig. Alter, ich kann das. Oh Gott. Ey, was? Bald kommt der Anruf auch von Sabo. Bro, Dragon, Mann. Alter, Dragon, Digga, wie kann man so blöd sein? Guck mal, bitte. Digga, als ob er irgendwie daran glauben würde. Ach, Mann, ich kann das nicht mehr. Das frage ich mich auch. Oh Gott, ich ist hart. Oh, das ist... Oh, die Mundwinkel. Oh, die haben gehittet von Drake. Ich schwöre, die haben gehittet. Diese Mundwinkel, die ein bisschen nach unten ging gerade. Ja. Oh, schlimm, wirklich. Dieses Kuma-Schicksal, ey. Und da nimmt alles sein Ende mehr oder weniger da jetzt. Ist das krass. Oh mein Gott. Bülle. Ey, wie krass ist die Folge? Oh mein Gott, die hören ja alles ab direkt. Guck mal, wie krass. Ey, wie krass. Diese Teleschneckentechnologie, ne? Ich kenn das nicht. Ja, das ist ein bisschen die Ernsthaftigkeit. Oh Gott. Boah, wie geil das gerade war. Ore da, Sabo da. Och, Bro, Sabo hat richtige Aura, Alter. Entschuldigt sich. Ach, hat das gerade gelesen? Okay. Ja. Ja, Sabo, stimmt, das wurde ja so. Ohne Sounds. Rollt er da rum. Boah. Oh nein, Alter. Digga, Zorro. Bro, Zorro, er macht wieder nur den same shit. Er macht wieder dieses Ding. Bringt das, er schärft es doch nicht. Boah, Bro. Er ist tot, Ruffy, was willst du da? Weiter geht's. Ja, guck. Ey, dieser kleine Hund. Dieser Hund, wirklich. Sei fucking Fisch mit einem, ich kann das nicht mehr. Der hat so viele Infos mitgenommen, Digga. Hast du Schiss? Oh nein. Ja, Cobra, ey. Cobra Legend, Bro. Ey, wie krass wird das noch alles, wenn diese ganzen Sachen gezeigt werden? Oh, hey, und neu animiert. Chopper, guck ihn dir Chopper. An! Das ist der geile Chopper. Geil! Ach, Cobra, Bro, Legend, man. Ja, Sanji, was ist das? Was macht der? Talk. Digga, Frankie, nicht so, was labern die? Frankie so, was ist los mit euch? Ihr habt doch eine neue blauhaarige Prinzessin. Jinbei weiß gar nicht, um was es geht. Ja. Rui! Ach so. Zorro muss wieder auf den Putz hauen. Ja. Wir sind nicht hier, um Piraten zu spielen.
Was hast du gesagt? Oh, er holt Ace raus! Boah, komm mit Ace an. Oh, er hat gewonnen, Digga, mundtot. Oh, Bro. Ja, was ist aus dem Abenteuer geworden? Oh. Er hat ihn richtig mundtot gemacht, Alter. Ey, Zoro ist so geil, ne? Zoro ist einfach der Captain. Sind wir mal ehrlich. Er sagt ständig nach Onigashima. Oh, Digga, wie sauer. Die Adern. Oh, shit. Oh, so, mit blauen Flammen, Digga. Ich kann nicht mehr, Alter. Oh, Zoro gegen Sanji. Das war der beste Kampf, den Sanji hier bekommen hat, Digga. Robin liest weiter Spoiler. Krasse Gilde. Oh. Oh, Bro, der Fünfer-Shot, Alter, der Gear-Fünfer-Shot. Oh mein Gott, passiert. Es passiert. Jiuda! Oh. Oh, Naruto Stimme. Oh mein Gott. Ja, das ist für mich das Geilste damals gewesen, ne? Das war für mich so krass, Bro. Dieser Flashback war echt King. Das war so, also für jeden One Piece-Fan, der das zum ersten Mal gesehen hat, so King-Flashback. Ja. Oh nein. Oh Mann. Naja, aber theoretisch hat er schon erfüllt, Digga. Alle kennen ihn. Ja. Bro, Ace ist so geil einfach, ne? Er ist so maximal geil. Oh, da ist es. Diesmal nicht in geiler, geisteskranker Animation. Digimon Opening jetzt oder was? Ey, wer kriegt da keine Gänsehaut? Boah, wie geil! Ey, ich schwöre, diese scheiß Serie, ne? Kriegt mich immer wieder, ich hab scheiß Gänse wegen so einem dummen Song. Ja, das war's. Das ist Ruffys Traum. Ist das geil, Alter. Er erzählt es gerade. Was ist ein Traum? Was denn, ey? Wie geil! Check mal seinen Kopf durch, Alter. Ey, es ist so. Wir sprechen noch im Anschluss mal drüber, aber ich bin mir mittlerweile sehr sicher, was es ist. Er hat noch nie davon erzählt. Keiner weiß, warum Ruffy losgesegelt ist. Keiner weiß, warum die immer wieder ihr Leben riskieren. Ja. Und Yamato weiß es auch. Oh, Bro, Shanks hat geheult, Alter. Von Roger der gleiche Traum ist, ey. Nein. Oh mein Gott. Wow. Digga. Wow, Hammerfolge, ehrlich. Wow. Also wirklich, ey, wie krass. Da hab ich nur Wowies übrig. Das war echt eine schöne Folge. Ey, das ist so eine krasse Folge wieder. Das ist crazy. Das ist unfassbar, was der Anime hinlegt. So viele Gefühle auf einen Schlag. Ja. Also ich bin mir relativ sicher in dem, was ich glaube. Aber bevor ich spreche, möchte ich gerne dich nochmal zu Wort kommen lassen. Was glaubst du, was Ruffys Traum sein wird? Ich bin ein Verfechter von der großen Party-Theorie. Ich denke auch. Eine Feier mit der ganzen Welt. Alle sollen in Freiheit leben. Und alle sollen zusammen ein Fest feiern mit der ganzen Welt. Ja. Ich glaube, das ist der naive Traum. Ich denke auch, weil das ist so thematisch. Irgendwie passt das perfekt rein in One Piece. Gerade auch jetzt nach den vergangenen Arcs und so. Und es passt halt voll zu... Es passt dazu, was Roger auch wollte. Es passt dazu, dass Shanks geheult hat. Also ich glaube, wir sind alle sicher, dass Shanks nicht der böse Willen ist aus den Thumbnails auf YouTube. Es passt dazu, was Robin war komplett still, ne? Das passt ja auch zu ihr, wenn sie jetzt an Zoro denkt und so. Die war jetzt voll gefühlvoll, weil sie ja den Bezug hat, weil sie ja diese anderen, sagen wir mal, Rassen kennt. Lysop war so mäßig, das ist unmöglich, das geht nicht. Passt ja auch super dazu, so finde ich jedenfalls. Ja. Und es würde halt thematisch, Digga, das wäre das schönste Ende, wenn er das geschafft hat und dann alle... Es ist ja, du kennst ja auch, bei Animes ist ja oft so... Du hast Charaktere, am Ende kommen die alle zusammen und feiern so eine Party. Jetzt überlege bei One Piece, bei den ganz, ganz vielen verschiedenen Arten der Charaktere, Riesen, Shandia, was auch immer, so, weißt du, wenn die alle zusammenkommen und du hast die Serie so 30 Jahre verfolgt, länger sogar, und dann siehst du, wie die alle zusammen sind und dann sagt er so, das war mein Traum oder so, Digga, was wäre das für ein perfektes Ende? So, es geht ja gar nicht besser. Das wird so krass und auch, das bedeutet ja auch gleichzeitig Freiheit für alle, sodass sie nicht mehr, Fischmenschen können oben leben. Ja, genau. Weiß ich nicht, die Meere müssen frei sein, das bedeutet, die Redline muss vielleicht weg, so, damit sie alle auch von A nach B kommen und nicht durch so eine Mauer aufgehalten werden.
Ja, und die hätten am Ende auch einen richtigen Grund zu kämpfen. Weißt du, wenn die alle zusammen für die Freiheit kämpfen mäßig, so. Das ist ja, ja, und dann noch, wenn du dann noch Nika mit reinziehst, was wir jetzt im letzten Arc bekommen haben, ist ja noch mehr, so, weißt du? Die Gebete der Menschen führen dazu, ja, dass Ruffy so diese Stärke hat, im übertragenen Sinn. Ja, Leute, für viele klingt das wahrscheinlich erstmal albern, so jetzt diese. Na, diese ja, normal, es klingt für viele albern, genauso wie viele albern sein wird, wenn revealed wird, was vor 800 Jahren war oder was der Piratenkönig, was der Piratenkönig, was das One Piece ist. Aber wenn ja, du in der Serie drinne bist, ist es halt ganz anders. So, das ist halt, safe, das ist halt, also das kann man, Oda hat ja auch einen Track Record. Ich meine, was gab's denn jetzt für Stories oder Plotstränge, die schwach waren, die scheiße waren oder so. Also ich kann mich so nicht an was erinnern, was mir da einfällt. Und was für ein Traum soll auch ein kleines Kind haben? Er ist ja ein kleines genau, Kind. Genau, Digga, danke. Zeitpunkt. Das ist ja nochmal so big von dir. Digga, genau, was hat ein kleines Kind für einen Traum? So. Ja. So, das ist ja der kindliche Traum. Das ist ja eigentlich dieser Traum. Dieser Traum ist ja eigentlich One Piece in der Kernessenz. One Piece ist ja eine Serie, die kannst du als Kind genießen, immer noch, auch wenn da so ein bisschen brutalere Sachen sind und so, aber du kannst als Kind genießen, aber die overall Message ist ja für Erwachsene, dieses tu ja, das, was du möchtest, sei frei und so. Und das ist ja auch Ruffys Traum. Ist ja kindlich, aber in der Kernessenz ist ja, dass alle frei sein sollen. So auch wieder so ein bisschen gesellschaftskritisch, so blablabla. Einfach geil, passt zu One Piece, wird es wahrscheinlich auch ja, sein. Ich habe gerade gesehen, nächste Woche ist Zusammenfassung, Freunde. Das leider passt uns aber, glaube ich, ganz gut, weil ich glaube, der nächste Woche fällt auf den 24. Also wäre die Aufnahme ja, sowieso ein bisschen schwierig gewesen. Das heißt, nächste Woche haben wir keine One-Piece-Reaction für euch, weil auf Zusammenfassung brauchen wir nicht reagieren. Das machen wir dann übernächste Woche, dann gibt es die letzte Reaction für dieses Jahr. Ja, Freunde, lasst noch oben da, Abo auf dem Kanal, wir sehen uns raus, bis zum nächsten Mal. Ciao und tschüss. Ciao und tschüss.